Dramatischer Vorfall im Westen Australiens bei Perth. In Port Beach wurde Paul Millerchip Augenzeugenberichten zufolge Opfer einer Haiattacke. Seine Frau war mit dabei und erinnert sich. Wir sind zwei oder dreimal in der Woche an den Strand gegangen. Zuerst zum Laufen und dann zum Schwimmen. Am Samstag wollte er einen Kilometer schwimmen. Ich bin ins Wasser und wieder raus, weil es mir zu kalt war. Ich bin kein großer Fan von kaltem Wasser. Aber ja, er ist Schwimmer, er ist Läufer, er ist Radfahrer. Er hat schon viele Triathlons und Marathons gemacht. Die Suche nach Paul Millerchip wurde am Sonntag abgebrochen, wie der Polizeiinspektor Troy Douglas bestätigte. Das Ergebnis der Suche ist, dass wir nicht in der Lage waren, irgendwas zu finden, was mit dem Haiangriff zu tun hat. Und deshalb wurde beschlossen, die Suche ab heute Nachmittag 16 Uhr einzustellen. Die Umstände des Angriffs wurden eingehend geprüft, Zeugen wurden befragt, und wir haben uns von Fachleuten beraten lassen, wie wir weiter vorgehen sollen. Und wir haben beschlossen, die Suche einzustellen. Laut Forschungsberichten der Universität von Florida lag Australien in den bekannten Fällen von Haiangriffen im Jahr 2019 direkt hinter den USA. Jüngsten Berichten zufolge haben die australischen Behörden in diesem Jahr 17 Haiangriffe verzeichnet. Dabei sind zwei Personen ums Leben gekommen.